Hallo und herzlich willkommen bei Ellen Stempelgrüße Haßfurt. Ich möchte euch heute eine Kartentechnik zeigen, und zwar wie ihr mit Washi-Tape und mit den schönen Blending-Pinseln oder mit den tollen Blending-Pinseln ganz tolle, einfache Karte kreieren könnt. Und zwar in verschiedenen Farben. Ich habe mir jetzt die In-Color-Farben, die neuen jetzt für 21, 23 ausgesucht, also drei Stück. Und zwar Celadon, Fräschenlila und Papaya. Und habe ein, ja, so ein günstiges Washi-Tape. Da stehe ich, da kaufe ich mir schon ab und zu mal günstige, die ich zum Abkleben nehme. Zum einen kleben die von Haus aus nicht so gut, was sie auch gar nicht sollen, sonst machen sie mir beim Abmachen wieder mein Papier kaputt. Und ja, warum soll ich für was, was ich dann hinterher wegschmeiße, viel Geld ausgeben? Und unsere Blending-Pinsel, damit kann man nämlich schön auch Übergänge kreieren. Gut, also diese Karte, das ist jetzt Fräschenlila und das Band auch. Und gearbeitet habe ich da noch mit dem Stempelset Freundschaftsblüten. Das findet ihr auch noch im Jahreskatalog und dem Stempelset Große Wünsche. Da habe ich mir die geschwungene Schrift, man kann sie ja auch mischen, wenn man will, ne? Rausgenommen. Und hier habe ich mir den großen Blumenstempel, also mit dem Blütenstängel und den Blütenstempel, den großen, rausgesucht. Genau. Gut, dann legen wir einfach mal los. Jetzt werden wir mit der Hauptfarbe, also ist im Endeffekt jetzt dann immer die gleiche Karte, nur ist dann die Grundkarte anders. Und zwar jetzt in Papaya. Und der Aufleger wird genauso gestaltet, nur schau die Karte und die Schrift mache ich dann auch wie die Grundkarte. Und dann schaut es gleich schon wieder ganz anders aus. Und nehme natürlich auch das Papaya-Band dazu. Ne? Gut. Also, was ich jetzt gemacht habe, um mir das breite zu kreieren. Ich habe es da abgeklebt und da abgeklebt, habe es aber vorher den Aufleger gefalzt, damit ich genau sehe, da brauche ich es nicht abmessen. Und durch das Falzen, ich weiß nicht, kriegt so ein bisschen Hochtiefoptik. Also ist nicht ganz so, wie wenn es nur auf einem flachen Papier wäre. Durch die Falzlinie hebst es noch einmal ein bisschen vor. Da könnt ihr es nämlich gleich auf den Aufleger machen. Und die andere Alternative wäre, ein größeres Papier zu nehmen, komplett für drei oder vier Streifen, je nachdem, wie viele Karten das ihr machen wollt, das mit dem Blending-Pinsel zu machen, also den Hintergrund praktisch, und dann zurechtschneiden. Das ist. Wie breit ist denn das? Dreieinhalb, glaube ich. 3,5 Zentimeter habe ich das gemacht. Und dann könnt ihr es aufkleben. Da habt ihr natürlich auch, aber so macht, ja, geht schneller natürlich, ist klar. Ich habe also den Aufleger. Meine Karten sind immer, ich bin heute ein bisschen wirr, meine Karten sind immer 14,5 mal 10,5 und Aufleger 14 mal 10. Und gefalzt habe ich bei, also kurze Seite oben anlegen, und gefalzt habe ich bei 2 und bei 5,5. 2 und bei 5,5. Und jetzt hat man noch die Möglichkeit, dass man das Tiefe nach unten legt, so wie man es gefalzt hat, oder die Erhöhung. Kann man natürlich auch machen. Da habe ich die Vertiefung, ich weiß nicht, ob das die Kamera so einfängt, da vielleicht die Vertiefung drin. Und jetzt werde ich mit euch die Karte basteln und werde sie mal die Erhöhung nach oben nehmen. Dazu gehe ich dann aber her und muss erst noch einmal über meine Schneidkanten ein bisschen drüber gehen.
Es kommt immer darauf an, wie ihr schneidet, auf welcher Seite, wo ihr dann falzt. Ja, dass dann die Kanten nicht nach oben stehen. Ne? Gut, dann nehme ich mir meine... Nein, noch nicht. Nehme ich mir ein Schmierpapier her. Da habe ich die andere auch gemacht. Ne? Dann nehme ich mir ein Washi-Tape. Wie gesagt, da nehme ich immer ein günstiges, weil das ja dann eh weggeschmissen wird. Und setze mir das neben der Falzlinie, dass ich die Falzlinie noch sehe. Das könnt ihr jetzt entscheiden. Soll die Falzlinie weiß bleiben oder soll die Falzlinie bunt werden? Also ich mag es jetzt doch anders. Ich setze es auf die Falzlinie. Dann bleibt die Falzlinie nämlich weiß. Na? Ups. Oh, jetzt habe ich angestoßen. Entschuldigung. Ist manchmal nicht so einfach, weil das Handy mit der Kamera ist genau vor meinem Kopf. Gut, dann kann ich es nämlich hier und hier auch gleich fixieren. Dann verrutscht mir das nicht. Und da mache ich es genauso. Dann setze ich das auf die Falzlinie und da auch. Da braucht man nicht anzeichnen, ausmessen, anzeichnen und dann wieder wegradieren. Ist ja Quatsch. Gut, dann nehme ich mir meine drei Stempelkissen in Papaya, Celadon und Fräschenlila. Und fange jetzt hier auf der linken Seite an, was ich auch gemacht habe, dass ich dann da herüben auch drüber gefahren bin, ne? Also da außen, weil ja, das schaut dann aus, wie wenn das auch noch einmal aufgesetzt wäre, ne? Ja, man hätte jetzt, wenn man will, kann man natürlich hier entlang auch noch eine Falz setzen. Ja, hätte man machen können, mache ich vielleicht bei der dritten. Mache dann noch eine Karte, dann probiere ich das immer aus. Gut, also dann fange ich auf der linken Seite mit der hellsten Farbe an. Das ist das Papaya. Streiche mir da mein Blending-Pinsel ein und fange von außen nach innen an, hier entlang, meinen Aufleger einzufärben. Da muss man immer wieder mal nachholen. Und dann könnt ihr das so stark und so kräftig machen, wie ihr möchtet, und dann fahre ich auch ein bisschen da oben raus. Dann nehme ich mir das Fräschenlila, streiche auch ein. Da müsst ihr jetzt aber dann aufpassen, dass er nicht nach da unten in das freie Feld kommt. Ne? Ich setze dann erst ein bisschen leichter und fahre auch ein bisschen nach links und ein bisschen weiter nach rechts, damit ich da dann einen Übergang habe. Also die Blending-Pinsel, das ist schon was Tolles. Vor allen Dingen, weil man da auch so schöne Übergänge machen kann. Ne? So, und dann nehme ich mir Celadon. Das hätte ich beinahe Lotengrün gesagt, aber es ist Celadon. Und da fange ich jetzt von außen nach innen an. Da kann ich ja gut ansetzen. Dann fahre ich da auch nach außen ein bisschen. Sehe ich gerade, das habe ich mit dem Fräschenlila nicht. Muss ich da noch einmal her. Ja, man kann dann auch gut noch einmal nacharbeiten, ne? Ja, so. So gefällt mir das schon. Dann habe ich gesagt, mache ich es auf Papaya. Dann brauche ich Papaya noch weiter zum Stempeln. Die anderen kann ich zumachen. Mit Papaya stempel ich mir jetzt den Spruch. Das habe ich bloß vorhin vergessen, meinen Stempel sauber zu machen. Das muss ich jetzt noch machen. Dann nehme ich mir die Schrubbelkiste. Mache mir den Stempel sauber. Na gut, den hätte ich jetzt nicht sauber machen müssen. Dann nehme ich eh schwarz. Aber den da. Den Blütenstempel. Ja. Okay. Gut,
Dann ziehe ich mir vorsichtig das Washi-Tape ab. Wenn ihr ein Washi-Tape habt, was gut klebt, müsst ihr das ganz langsam abziehen. Aber ich kaufe mir da bewusst immer für solche Sachen wirklich günstige, so in so ein Euro-Shops oder so, weil die kleben im Allgemeinen nicht so gut, wie sie vielleicht sollten. Und dadurch kann man sie natürlich auch schöner wieder abziehen. Seht ihr, da habe ich jetzt ein bisschen mit rein gemalt, aber da mache ich dann meinen Blütenstempel her und dann fällt es gar nicht so auf. Gut, dann nehme ich mir Papaya und den Spruch, lege mir das da auf dem Papier. Nee, nehme ich das erst weg. Nehme mir meine Stempelunterlage und lege mir die daher. Und schau, dass ich das gerade. Da habe ich ein bisschen einen Schmierer drin. Oder ein Haar oder was? Oh ja, da ist ein Haar drauf. Blöd. Ja. Schauen wir mal, ob wir das wegkriegen. Ne, natürlich nicht. Ich lasse das, ich setze dann nachher noch. Vielleicht mache ich da noch was drauf. Muss ich mal gucken. Dann nehme ich mir meinen Blütenstempel, also den Stängel, den Blütenstängel. Und nehme mir Memento. Färb mir meinen Stempel ein. Bei so einem großen Stempel empfiehlt es sich, dass man es vielleicht gerade umgedreht macht, nicht den Stempel nimmt, in das Stempelkissen reingeht, sondern mit dem Stempelkissen den Stempel benetzt. Dann sieht man eher, wo man es benetzt. Und dann gehe ich her und setze den da so drauf. Ja. Dann habe ich noch den kleinen, also die Blüte, die einzelne Blüte, die große einzelne Blüte. Die setze ich mir da oben hin. Ja, das ist natürlich blöd. Blöd. Naja, gut. Ihr macht es besser. Und immer schauen, dass die Stempel schön sauber sind. Mir war da jetzt ein Haar drauf. Ja, das sieht man halt nicht, ne? Gut. Okay, that's live. Ja, dann habe ich mir... muss ich natürlich noch Band drauf machen. Und zwar habe ich mir da ein Stück abgemessen. Ihr könnt ja da Schleife machen oder das anders aufsetzen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Da tue ich das weg. Und dann nehme ich meinen Abroller. Muss ich gucken. Da. Mach mir da zwei Streifen hin. Nehme mir das Band. Schau, wo ich das haben möchte. Und drücke es hinten fest, lege es gerade drüber und drücke es auch hinten fest. So. Dann nehme ich das jetzt gleich einmal am besten und klebe es auf mit Flüssigkleber.
Ja, und so ist das eine ganz andere Karte. Ne? Also das ist ja immer faszinierend. Dann könnt ihr da so vorsichtig drüber gehen, mit dem Falzbein, den Tombow ein bisschen verteilen. Dann bin ich hergegangen und habe mir ein Stück vom gleichen Band und habe das in der Mitte geteilt. Und das mache ich jetzt da auch. Und schneide es ab. Und mache mir da nur so ansatzweise eine Schleife. Also nur mit einem Knoten, nicht keine richtige Schleife binden. Ne? Nur so. Ja. So, das könnt ihr euch ja dann ein bisschen rüber oder rüberziehen, wo ihr es haben wollt. Und dann kann man das längere, kann man es ein bisschen gleich schneiden. Und da habe ich mir von den Steinchen aus dem Jahreskatalog Akzente in Opalweiß. Die haben jetzt eine schöne Größe und funkeln auch schön. Setze ich mir daher, dass das, ja, dass das Band da noch ein bisschen fixiert wird. Und dann nehme ich mir einen Glue-Dot. Einen kleinen Glue-Dot. Und setze mir den erst einmal da unten drauf, auf die Blüte. Mach da mein Band fest und setz mir eins von den Steinen da drauf. Genau. Dann fixiert es das nämlich gleich ein bisschen. Und damit es da noch ein bisschen fixiert wird, nehme ich mir auch noch einmal einen Glue-Dot. Aber weil das ja ein kleiner Knoten ist, gehe ich her und roll mir den ein bisschen zu so einem Bobbel zusammen, setze den daher, wo er hin soll, wenn er dann bleibt, und setze meinen Knoten drauf. Und dann ist das fixiert. So. Das zieht es ein bisschen runter, ne? Mal ein bisschen höher. Ja, gut. Und dann habe ich noch mit dem Wink of Stella auch nur vorsichtig bin ich dahergegangen und habe da ein bisschen so glitzernde Akzente gesetzt. Ja, das ist der, wo gerade ein bisschen leer geht, glaube ich schon. Und nochmal schütteln. Ich habe nämlich zwei in Gebrauch. Jetzt. Und dupf mir da gerade bloß ein bisschen so von dem Glitzer drauf. Ich vermeide da jetzt bewusst viel zu malen, nicht dass ich mir die Farbe wieder anlöse. Das ist zwar Alkoholbasis, aber man weiß ja nie, wie es vielleicht dann verschmiert. Man sieht es ja da, ne? Wieder sauber machen. Genau. Und dann habe ich mir noch von den Steinchen, also von den Akzenten in Opalweiß, bin ich noch hergegangen und habe mir einen daher gesetzt. Daher. Ja. So, genau. Und schon ist eure Karte fertig. So einfach und schnell kann es gehen. Muss ich mal Band wieder aufräumen. So einfach und schnell kann es gehen. Und ja, und macht trotzdem viel her. Ich finde, durch das Gefalzte hebt sich es auch ein bisschen ab. Also in echt, sage ich immer, sieht man es besser. Ich glaube, die Kamera fängt es vielleicht gar nicht so richtig ein.
Und ja, schaut aus wie aufgesetzt, auch da oben, ne? Das, ja, so toll. Gefällt mir. Gut. Dann mache ich in meine Karten auch immer ein Innenleben. Und zwar nehme ich da einen Stempel und also einen Stempel, den ich außen verwendet habe, und setze den noch einmal innen rein. Dann nehme ich mir jetzt die Blüte her, nehme mir natürlich Papaya, weil die Grundkarte Papaya ist. Und setze den da so ein bisschen her, und das ist dann das Beschriftungsfeld. Man könnte auch noch einen zweiten Spruch, einen kleinen vielleicht noch reinmachen, viel Glück oder alles Gute oder ja, oder auch nichts, und beschriftet halt dann von Hand. Das ist ja jedem selber überlassen, wie er das macht. Dann brauche ich noch einmal meinen Flüssigkleber. Ich finde, die Karte macht halt ein bisschen mehr her, wenn man innen rein ein Beschriftungsfeld zum einen macht, einmal macht. Wichtig vor allen Dingen bei dunkleren Grundkarten. Finde ich schön, wenn man ein Beschriftungsfeld rein macht. Ein helles, ein weißes, oder vielleicht auch, wenn die Karte dunkelblau ist, dass man einen hellblauen Aufleger noch einmal rein macht. Und so macht es doch dann gleich viel mehr her. Und was ich auch finde, was wichtig ist, dass ich das Kuvert genauso gestalte. Und zwar nehme ich mir da jetzt auch noch einmal das Papaya und stempel mir die linke Ecke. Wenn man die Karte verschickt, also wenn man die Karte persönlich übergibt, zu einem Geschenk dazu, dann ist es egal, wie man es bestempelt. Und ansonsten würde ich eher das linke untere Eck vorziehen, weil da kommt meistens der Absender hin, und da die Briefmarke und da die Anschrift. Da würde ich es nicht zu so voll machen, ne? Nicht ganz flächig. Wenn man jetzt natürlich die Karte persönlich übergibt, dann kann man den Umschlag ganz anders gestalten oder vielleicht auch aus Designerpapier selber machen, ne? Ist ja auch kein Hexenwerk. So, ihr Lieben, mein Werk ist fertig. Das war die von vorhin. Das lege ich mal da drüber, damit man da den Schmierer nicht sieht. Dann kann man das so machen. Ja, ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich werde jetzt heute noch ein, zwei Videos abdrehen, weil ich ab Mitte September 2 Wochen in Urlaub bin, damit im September während meiner Urlaubszeit auch pro Woche ein Video für euch online kommt, und damit ihr alle was zum Nachbasteln habt. Gut, danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.